Das Geheimnis wird heute gelüftet. Und was befindet sich in diesem Loch? Denn wir haben im letzten Part das Wasser hier abgelassen im Hof. Und jetzt können wir da endlich mal reingehen. Und was befindet sich denn da zum Teufel drinnen? Und zwar ist es ein neuer geheimer Stern. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegnern ungesehen ausweichen. Yes, Sir! Aber das Problem ist nur, hier drin gibt es auch rote Münzen, die wir natürlich auch einsammeln müssen, denn ansonsten haben wir keine Chance, hier den Stern zu bekommen und ich glaube, da oben habe ich schon eine verpasst, oder? Wo komme ich da noch hin? Ah, nein, komme ich nicht. Oh my fucking Gott. Oh mein Gott. Okay, also hier muss es alles ein bisschen flotter gehen als so. Deswegen können wir dann den blauen Palast nochmal aktivieren und dann das Ganze nochmal machen. Denn wir brauchen natürlich auch hier die ganzen 8 roten Münzen. Denn das zählt nämlich als einer zu den geheimen Sternen. Und jetzt bin ich tatsächlich runtergeflogen. Mein Gott, ist das lame. Mein Gott, ist das lame. Ich habe mich wieder fallblamiert. Für wieder nichts und wieder nichts. Egal, komm, ein bisschen Spaß muss auch dazu gehören. Fehler passieren, meine Freunde. Das ist völlig normal und das macht auch wirklich gar nichts. Also, wenn wir jetzt hier eine blaue Tarnkappe bekommen, einfach keine Panik schieben. Am besten sich irgendwo hier an die Kante stellen. Und dann sehen wir sofort, wo die erste rote Münze ist. Und die befindet sich genau unter uns. Nämlich hier. So, und die nächste müsste sich da drüben befinden. Genau so ist es. Dann springen wir einfach mal von Plattform zu Plattform. Weil das ist nämlich hier so aufgebaut, dass wir alle von oben bis nach unten durchkommen. Locker. Locker. Also immer von links nach rechts. Aber um ganz sicher zu gehen, können wir einfach mal gucken. So, da ist noch ein Pilz. Also hier müsste der sein. Oh mein Gott, ich darf jetzt nur nicht runterfliegen. Ich darf jetzt nur nicht runterfliegen. Also das ist wirklich die größte Herausforderung hier. Dass man nicht runterfliegt. So, da gibt es nochmal einen Pilz. Was ist unter mir? Unter mir befindet sich eine rote Münze. Okay, dann holen wir uns erstmal den Pilz. Natürlich vorsichtig. Vorsichtig, genau so. Dann müssen wir hier drauf. Perfekt, Nummer 3 und Nummer 4. Und ich glaube, das war's dann auch sogar mit den ganzen Dingern hier. Ja, genau, das war's. Also 4 Münzen gibt's am Anfang. Und natürlich aufpassen, dass man hier auch nicht runterfliegt. Oder einem hier das Feuer irgendwas anhaben kann. Also immer vorsichtig sein, Leute. Immer vorsichtig sein. So, und jetzt muss ich da bloß hochkommen. Ich darf jetzt da nicht wieder runterfliegen. Ne, geschafft. So, perfekt. Perfekt. So, jetzt müssen wir noch die restlichen 4 Münzen einsammeln. Und es ist gar nicht so einfach. Denn hier unter uns befindet sich nämlich kein Boden. Ja, und es gibt nämlich Plattformen, die drehen sich dann einfach oben. Und man hat ausgekackt. Also man kann nichts mehr tun. So, da ist nochmal eine. So, da ist nochmal eine. Okay, perfekt. Das wäre die 6. Das wäre die 6. So, jetzt müssen wir hier drauf. Und ich glaube sogar... Ja, abspringen. Wir müssen abspringen. Okay, abspringen, abspringen, abspringen. Bloß nicht vergessen. Perfekt, perfekt. Dann hier drauf. Weil die drehen sich nämlich oben. Und wenn man den Abschluss verpasst... dann hat man natürlich Pech. So, hier hin. Und dann fehlt nur noch eine einzige. Dann fehlt noch eine rote Münze. Und wo zum Teufel ist die? Die ist hier. Richtig, die ist hier. So, perfekt. Und hier findet man es nochmal heraus, dass es wirklich so ist. Weil man muss erst den Schalterpalast aktivieren. Und dann kann man sich den Stern auch greifen. So, wir können jetzt unsichtbar werden. Mit unseren blau... Ja, Kamera, dreh dich. Hallo. Ja, nicht immer von unten, sondern einfach mal von oben. Und damit können wir auch durch Wände durchlaufen. Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Ja, das ist wirklich sehr, sehr geil. Und damit gehört der nächste geheime Stern uns. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben 2, 3, 4, ich glaube 6 Stück. Aber wir können das alles in der Grafik auch nachschauen. Denn wenn man nämlich Start drückt, sieht man alles. Also wir haben 7 geheime Sterne. Das hätten wir voll, das haben wir voll. Da fehlt noch eine einzige, ein einziger Stern und das haben wir voll. Also wir machen uns wirklich sehr, sehr gut. Wir sind jetzt schon bei 34 Sternen, das ist wirklich ein hervorragendes Ergebnis bis jetzt. Und dann können wir jetzt auch endlich in die 5. Welt eindringen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich von außen gehe, als von so, aber egal, komm. Lassen wir es einfach gut sein, machen wir es halt so. Und ich dachte, Mario verletzt sich jetzt schon wieder. Das wäre es jetzt noch gewesen, oder? Das wäre jetzt noch die Härte. Was ist denn zum Teufel da oben? Was ist das für eine Türe? Ach so, da geht's raus, okay. Ja, perfekt. Können wir das Ganze nämlich so abkürzen, dass wir nicht nochmal alles zurück müssen. Denn wir müssen zurück
Ja, tatsächlich, Freunde, wir müssen wieder hier raus. Da haben wir nämlich nichts mehr verloren, denn wir müssen da lang. Da ist nämlich ein großer Buhu. Aber man kann den leider nicht töten. Also man kriegt ihn auch nicht und man hat keine Chance, ihn zu erwischen. Somit einfach vergessen, einfach vergessen. So, wir sind jetzt in einem Garten mit ganz vielen Buhus. Außer einem. Der bewegt sich auch, aber der hat natürlich was ganz Tolles in sich, nämlich eine Welt oder eine kleine Miniaturwelt, kann man also fast sagen. Und es ist Big Boos Burg. Gehe auf Geisterjagd. Dann werden wir das mal machen. Komm nur näher. Okay, wer zum Teufel hat das gesagt? Ich fürchte mich vor Geistern. Und das wisst ihr. Das wisst ihr. Okay, wir sind jetzt hier in der Haupthalle. Sieht nicht spektakulär aus. Aber wir können bisher noch nichts machen. Außer auf Geisterjagd gehen. Oder natürlich auch runterfliegen. Das können wir genauso gut. Nur jetzt muss ich erstmal den Ausgang finden. Wo geht's denn hier nochmal raus? Also runterfliegen sollte man am besten nicht. Und das war jetzt eigentlich auch nicht meine Absicht, hier raus zum Fliegen. Sondern ich wollte eigentlich nur darüber. Aber hat natürlich nicht funktioniert. So, und ich glaube, ich habe da gar keine andere Wahl, als wirklich da reinzugehen in dieses Rotationsmusik-Ding. Ja, genau hier. Na toll. Na toll. Großartig. Aber ich glaube, hier wird noch gar nichts passieren, oder? Oder komme ich hier tatsächlich raus? Ne, da komme ich nur auf die andere Seite. Als ob! Als ob. Und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Weil da drin kann ich ja noch gar nichts machen. Also selbst wenn ich jetzt da reingehe, kann ich da nichts machen. Absolut nichts. Weil dafür fehlt noch derjenige, der hier drin sein muss. Ach, als ob. Muss ich jetzt wirklich den Kurs wieder verlassen, weil ich runtergeflogen bin? Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch mal nicht. So, vielleicht geht's ja hier noch irgendwo raus. Ach, da geht's raus. Okay. Okay. Glück gehabt. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier ewig drin bleiben und den Kurs komplett wieder neu verlassen. Aber muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Aber es sieht wirklich alles hier sehr, sehr fürchterlich aus. Also ein Geisterhaus in 3D ist schon eine abartige Sache, oder, meine Freunde? Ja, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Eiskalt. Da ist ein Riesenauge. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Okay, wir sind wieder am Anfang. Also keine Panik, wenn man mal runterfliegen sollte. Es gibt Gott sei Dank immer noch einen Ausweg. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir dann nochmal rein. Und jetzt darf ich halt eben nicht den Fehler machen wie eben. Sondern ich springe jetzt einfach mal hier rüber. Genau, ich springe hier rüber. Und auf Geisterjagd gehen heißt im Grunde genommen nur, die ganzen Buhus zu töten. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du etwas erleben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Erzählt es doch allen euren großen Brüdern. Ich habe doch gar keine Angst. Ich habe keine Angst. Und du wirst genauso sterben, mein Freund. Okay, die sagen zum Glück alles das Gleiche. Muss man das nicht immer vorlesen? Weil, was wollen wir denn da immer die ganze Zeit das Gleiche lesen? Das würde uns ja nichts bringen. Wenn man da übrigens runterfällt, kommt man wieder an den gleichen Ort wie vorher. Deswegen ist es eigentlich völlig egal, ob man jetzt da runterfällt oder da drüben runterfällt. Es ist im Endeffekt völlig egal. Ja, ja, ist ja gut. So, und von den Geistern bekommt man auf jeden Fall immer 5 Münzen. Also solange die Geister noch da sind. Und dieses Auge kann man ganz einfach bewältigen, indem man sich einfach um ihn herumdreht. Und dann gibt er uns auch 5 Münzen. Ist nachher interessant für die 8 roten Münzen. Und ich hoffe natürlich, wir kriegen die 8 roten Münzen sehr schnell. Ich hoffe es. So, auf jeden Fall gibt es hier noch 2 rote Münzen. Daran sollte man denken. Und wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Jetzt ab. Gerade hat Mario ein wirklich lustiges Face gehabt. Wollte ich mal nur so anmerken. Er hatte gerade echt ein wirklich witziges Face, aber ich hab's zu spät gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, da wäre eine Tarnkappe noch. Muss ich die jetzt eigentlich schon benutzen? Ich glaube ja. Sonst hätte ich diese Mission, glaube ich, nicht machen können. So, da gibt es noch 2 Buhus, die wir auf jeden Fall töten müssen. Okay, Nummer 1, Nummer 2. Wo geht's denn da hinten raus? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da wirklich lang muss. Aber ich glaube eher nicht, weil ansonsten komme ich da nicht mehr raus aus dem Bild. Somit bleibt es einfach dabei. Okay, okay, okay. War das schon alles? Oder muss ich da wirklich lang? Da gibt es übrigens nochmal eine rote Münze. Und da ist ein ganz großer Buhu. Oh my fucking God. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Die Buhus sind wirklich lame Bosse. Also die großen Buhus, kann man ja schon sagen. Die sind wirklich lame. Die sind echt lame. Aber egal. Okay, wir hätten es geschafft.
Jetzt müssen wir sozusagen nur noch nach oben und uns den Stern grabben und dann hätten wir auch schon die erste Mission bewältigt in diesem Geisterschloss von Bohu. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Wir haben die erste Mission erledigt. Ja. Sehr schön. Geh auf Geisterjagd, erfolgreich beendet und somit haben wir 35 Sterne. Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Oh Gott, ich laufe in die falsche Richtung. Als ob. So kann man den übrigens auch killen, diesen Bohu, wenn man ihn mit einer Fußattacke angreift, also einem Sprungfuß, oder wie man das nennt. Besuche Big Boos Karussell. Mhm. Wo war denn nochmal Big Boos Karussell? War das jetzt auch oben oder war das da unten? Aber ich denke, das war unten. Ich glaube, das müsste das unten gewesen sein. Also, gehen wir mal runter. Ich glaube, das müsste hier drin gewesen sein. Aber schauen wir doch einfach mal nach. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es da ist. Ansonsten wüsste ich noch einen anderen Ort, wo ich da vielleicht hin müsste. Aber ich glaube, wir müssen hier hin. Ja, genau. Da müssen wir hin, oder? Oder? Da, dam, bam, bam. Bam. Und bam. Und bam. So, ich glaube, wir müssen erstmal hier alle kleinen Geister töten. Und dann kommt erst der große. So, das war jetzt die Nummer 5. Und da ist der große, genau. Da ist der große. Also, es gibt hier jede Menge große Geister. Sollte man auch unbedingt wissen. Weil nicht, dass man denkt, okay, einer, das war's dann. Nee, nee, es gibt hier sogar, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Wenn nicht sogar 5. Müsste es hier geben. Und damit hätten wir es auch geschafft. Die Mission war natürlich ein absoluter Witz. Kann man so sagen. Aber ich finde im Geisterhaus sind wirklich eigentlich jegliche Mission leicht. Besuche Big Boos Karussell. Okay, das war sogar die richtige. Wenn es jetzt ein anderer Stern gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich was anderes aufgeploppt. Und jetzt habe ich es nicht geschafft. Gerade vorher habe ich es noch gemeistert, so mit dem Fußtritt, aber jetzt habe ich es nicht geschafft. Dafür ist er trotzdem tot und wir können erneut reingehen und uns den dritten Stern da drin holen. Und was ist der dritte Stern? Löse das Büchereirätsel. Haben wir eigentlich vorher schon fast geschafft? Beziehungsweise, wir haben es eigentlich geschafft, nur ich wollte eben da dann nicht weiterlaufen. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Wir müssen uns wieder diese Tarnkappe grabben. Und dann können wir auch ganz einfach wieder da durch. Und da ist nämlich die Bücherei. Oder, nein, nein, warte. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Nein, 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 nein. Das ist es gar nicht. Das ist es gar nicht. Was erzähle ich denn hier schon wieder für einen Mumpitz? Was erzähle ich hier schon wieder für einen Mumpitz? Die Bücherei müsste sich eigentlich oben befinden. Ja, ist ja gut. Komm, Mario. Einmal gleich daneben und er fällt gleich 50 Stufen auf einmal runter. Das ist traurig, mein Freund. Das ist sehr traurig. Okay, ja, ich glaube, hier ist die Bücherei. So, da fällt der Boden natürlich runter. Aber wir müssen, glaube ich, unsere Tarnkappe verwenden. Ich glaube, ja, weil ansonsten schaffen wir es nicht da rein. Weil ich weiß nicht, ob oben noch eine Tarnkappe ist. Denn wir müssen nämlich nochmal eins hoch. Nämlich hierhin. Genau, da müssen wir hin. Und ich glaube, das war sogar dieses Büchereirätsel. Aber wir werden es auf jeden Fall gleich wissen. Wir müssen hier rein. Genau, da ist ein Riesenauge. Okay, der kann uns noch nicht sehen. Der kann uns nicht sehen. Siehst du uns jetzt? Freundchen! So. Jetzt er. Er hat uns auf jeden Fall jetzt gesehen. So, einmal rumdrehen, bis er sich endlich geschlagen gibt und dafür uns einen Stern überreicht. Und da ist auch das gute Stück. Hihihi. Ich hoffe natürlich, das war jetzt der richtige Stern, weil ansonsten wäre das natürlich blöd. Aber ich denke, das war der richtige Stern. Ich denke. Aber wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Und es war was? Finde das Auge im Geheimraum. Okay, das war natürlich ein anderer Stern. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber vielleicht ist es doch wirklich da, wo ich meinte. Also da, wo wir das am Anfang gemacht haben. Oh, das ist echt schwer. Also normalerweise sagen mir die Begriffe immer viel. Beziehungsweise ich weiß immer gleich, welche Mission da kommt. Aber okay, das war sogar der letzte Stern. Das war also sozusagen schon der letzte in dieser Welt. Na gut, dann stürzen wir uns eben auf dieses Büchereirätsel. Dann stürzen wir uns auf das Büchereirätsel. Okay, die Bücherei. Aber das eine ist doch nicht die Bücherei. Also nicht, dass ich wüsste, dass das die Bücherei ist. So. Dann gehen wir da nochmal rein. Und schauen wir mal, ob die das als Bücherei empfinden. Nee, tun sie nicht. Tun sie nicht. Okay, also war das schon mal falsch. Okay, das eine ist auch nicht richtig.
Was da oben? Oh Gott, was war denn das Büchereirätsel? Ach so, nee, nee, jetzt weiß ich's. Jetzt, ach Gott. Jetzt weiß ich's. So, bitte raus hier. Danke. Ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's, Leute. Jetzt weiß ich's. Mein Gott, das ist dann immer so ein Geistesblitz, den ich dann auf einmal bekomme. Davor fällt's mir nicht ein. Also überhaupt nicht. Aber dann, auf einmal macht's dann irgendwann Klick. Und dann hab ich's. So, wo ist die Bücherei? Ist die hier drin? Nee, da ist sie nicht drin. Okay, können wir gleich wieder rausgehen? Dann suchen wir uns eine andere Türe. Oder war das hier drin? Ja, hier ist es drin. Da ist es drin, genau. Hier müssen wir rein. Das ist die Bücherei, Leute. Das ist die Bücherei. So, welcher Schalter war denn als erstes? Okay, der da. Okay, das war falsch. Dann trotzdem der hier als erstes. Dann den hier. Ja, jetzt schlag doch zu, Mario. Und dann den da. Genau. Sehr schön. Das ist das Büchereirätsel, Leute. Das ist es. Und da wartet schon was hinter der Tür auf uns. Nämlich ein Powerstern für uns obendrauf. Gott sei Dank habe ich die Kurve noch gekriegt und rausgefunden, um was es sich denn für eine Mission handelt. Das wäre jetzt nämlich ziemlich lame gewesen, wenn es mir jetzt doch nicht eingefallen wäre. Aber zum Glück ist es mir noch eingefallen. Relativ spät, aber ich habe es noch rausgekriegt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. So.